Ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Splinter Cell Blacklist. Wir sind immer noch an so einer verkackten Stelle. Wie kann man das, oder besser gesagt, wie kann ich so blöd sein und das nicht schaffen, obwohl es eigentlich einfach ist? Na gut, wenn man es richtig anstellt, ne? Komm hierher. Lalalalalala. Was hat er denn jetzt auf einmal? So weit. Ein Stückchen runter. Ein Stückchen hoch. Da musst du wirklich ganz genau ziehen. Normalerweise habe ich kein Problem damit, aber... Irgendwie scheine ich heute echte Schwierigkeiten da drin zu haben, irgendwas zu treffen. Lass mich hier rüber. Der schaut da hinten da. Nicht da hinten, mein Lieber, nicht da hinten. Hierher. Sag mal, bist du blöd? Der soll hierher kommen. Gesehen.
Ja. Sag mal, blöd ist ja gar nicht, ne? Pisse. Da ist das nächste Arschloch. Jetzt kommen sie doch bestimmt alle da angerannt. Na? Kommt ihr? Ob er hier rüberkommt? Finde ich eigentlich nicht so knorke, dass jetzt zwei kommen. Nichts, hier ist gar nichts. So weit kommst du noch, dass du Hilfe rufst. Soweit er keine in Sicht. Liege Scheiße. Alter. Ich verballer hier fast mein ganzes Magazin nur für den Scheiß da. Geht doch nicht. Wo ist er? Nichts auf dem Terminal.
Thermalsichtgerät. Komm her, wenn du mir hier schon mal hilfst. Dann los. Tue ich mehr als ärgerlich jetzt. Der ist natürlich der Schlimmste. Wie ich das einfach nicht treffe, das Teil. Ja gut, das hätte mir jetzt hier so rüber zu wandeln, aber... Ich habe jetzt noch 7 Schuss. Das gibt's nicht. Wo ist dieser Lymphknoten? So unglaublich ist das. Na, das ist ja nicht der, den ich suche.
Er ist ohnmächtig. Ach nee. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Komm doch mal hierher. Alter, bist du jetzt vollkommen bescheuert oder was? Was suchst du, Pissergnatsche, da hinten? Das sind welche. Sam, du kannst ruhig ein bisschen höher klettern. Da hätte ich eine bessere Runde um sich. So, schön langsam und vorsichtig. Er muss ja irgendwann hierher zurückkommen. Und irgendwo durchgehen. Und dann schnappe ich ihn mir. Dann ist er dran. Komm her. Komm zum Vögelchen. Alter, das wäre nett, wenn du mir jetzt mal hier irgendwo abbiegen würdest. Ba 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 bam bam. So. Ich hab's ja jetzt schon mal wesentlich einfacher. Um ein Vielfaches einfacher.
Trotzdem würde ich gerne wissen, wo die anderen sind. Die hier noch herumgeistern. Wirklich mal wissen, wo die sind. Die Geister sind bestimmt irgendwo dort hinten rum. Ich eben richtig gesehen habe. Da ist eine. Hä? Schlimmsten sind ja die auch mit ihren Scharfschützengewehren. Wenn die einen erstmal im Visier haben, dann ist aus. So. Ich weiß nicht, ob ich mir um den da Sorgen machen muss. Aber an sich eigentlich nicht. So. So, Problem gelöst. Ja, den habe ich an sich eigentlich schon gehackt, wo ich ihn hätte eigentlich normal hacken können oder müssen, aber in diesem Fall wohl nicht. Ja, weiß ich nicht, vielleicht kommt der jetzt hier so her. Oder auch nicht. Weiß er nicht, was ihm so reitet.
Er steht jedenfalls erstmal nur da hinten so rum. Ich will mal wissen, was die manchmal haben. Warum steht er jetzt da so rum? Und was frage ich überhaupt nach? Da steht kein Mann. Ich möchte ihn von oben töten, aber geht nicht, weil er mir das nicht anzeigt. Steht da hinten noch so ein Scharfschütze. Gut. An dieser Stelle würde ich mal sagen, war es das für diese Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid zu Splinter Cell Blacklist. Bis dahin einen wunderschönen Abend und haut rein. Ciao.